Beziehungsweise, da kann man eigentlich mal so machen. Ist voll die Verschwendung hier, aber ist egal. Soll der Geiz. Verschwendung ist ja. Mit Verschwendung kennen wir uns aus. Na? Wenn wir uns mit irgendwas auskennen, dann mit Verschwendung von Ressourcen. Da sind wir die absoluten Profis drin. Will ich mal meinen? Da muss Erde drauf. Ach, jetzt setze ich Holz. Ich depp. So, Erde. Oh, Johnny, du. Oh, Johnny. Warum hast du kein Gewissen? Düdüb, 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 düdüb. Badababababada. Fürchte nur, ich habe gleich nicht mehr genug Eichenholz. Für irgendwas. Um genau zu sein. Ich habe noch genau 3. Na gut, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich mal eben. Und hier ist kein einziger Setzling den Baum runtergefallen. Schön. Warum eigentlich nicht? Ja, hier ist aber einer. Na, immerhin. Wenigstens mal einen neuen zum Züchten. Kann ich jetzt auch immer wieder Dinger hier hin zum Züchten. Besser ist das, besser ist das. Sonst ist irgendwann alles weg und dann haben wir ein Problem. Weil dann müssen wir weit laufen, um mehr Holz zu kriegen. Ich fürchte, gerade Eichenholz wird hier nicht gerade um die Ecke liegen. Habe ich so die Befürchtung. Weil wir hier in diesem Biom sind, wo mehr Piniendinger sind. Mhm. Ich meine, da wo wir jetzt gerade bauen, also hier auf diesem Hügel, sind auch Eichenbäume und Pinienbäume gemischt. Das ist ganz gut, aber so in generell sind hier jetzt nicht so viele. Wenn ich das mal so sagen darf. So, das auch. Brauchen aber höhere Decken. Weil das sieht sonst kacke aus. Obwohl. Sieht das kacke aus? Ja, doch, das sieht sonst kacke aus. Badababababada. Hallo? Achso. Kann der auch weg, der Baum? Mein Freund, der Baum. Wird dunkel. Wird wieder dunkel? Gut, dass du es sagst. Ist mir nicht aufgefallen. Ich bin ja so im Rausch. Im Wahn. Voll in der Wahn drin. Fällt mir nicht immer die Tageszeit auf. Aber jetzt, wo du sagst, sehe ich's. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Augen. Braun. Mein Gott, was baust du da oben hin, ey? Alter Finne. Was ist denn los, ey? Mal. Was treibst du denn nicht? Ich hab kein Dach über dem Kopf, aber... Aber Geld in den Taschen. Fuffis im Club. Fuffis im Club hat er. Ich verstehe. Danach, darum geht's dir also. Ja. Ich hab's immer gewusst. Es geht dir immer nur um das eine. Fuffis im Club. Ah, holen wir uns die Setzlinge einfach von Hand. Geht schneller. Jetzt haben wir schon wieder 6 Stück. Echt schneller. Krass. So viel schneller. Zack, setzen wir dahin hin. Dahin hin. Zweite Hütte da unten? Hm? Ist die zweite Hütte da unten? Och, das ist einfach nur so ein kleines... Ich hab mal gedacht, ich fang schon mal mit dem Dorf an. Ach so. Okay. Weil ich war mir... Eisenskelett. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, wie ich meine Hütte noch weiterbauen soll. Deswegen dachte ich mir, baue ich hier einfach mal irgendwas hin.
so einen kleinen Schmied so in der Richtung. So. You know. Das 5 und dann Säule. Ich kann dich nur langsam mal, Also kannst du immer noch nicht pennen? Ja, das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich baue das Ding jetzt wieder ab und setze es jetzt hier nochmal hin. So, ich lege mich jetzt, versuche mich jetzt nochmal reinzulegen. Mach das. Nee, der wirft mich immer wieder raus. Warte, dann komme ich mal rum. Oh, Werwolf, kacke. Kannst du mal nachts schlafen. Aber das ist noch nicht mal das, was er mir sagt. Er macht mir Schaden und wirft mich raus. Ich bin da, ich bin da. Guck mal hier. Versuch's mal damit. Ist er? Aua, bei mir aber auch. Irgendwas ist hier nicht richtig. Gar nicht richtig. Vielleicht, komisch. Vielleicht ist die Höhenluft. Ja, genau. Du kannst nicht so hoch schlafen. Na, ernsthaft jetzt? Weil, warum soll er die sonst nicht gehen? Jetzt nicht so vorstellen. Kann ich denn bei mir noch pennen? Oh, meine Flügel sind fast weg. Ich komme nicht mehr unten lebendig an, fürchte ich. Vor allen Dingen, weil da alles voll ist mit Creepern und Werwölfen. Scheiße. Ich glaube, ich muss bei dir übernachten heute. Aua. So, so, bei mir übernachten. Ja. Sleepover. Diesmal nicht. Hat der diesmal gar nicht so viele Folgen gebraucht. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie das mit dem... warum das mit dem Bett nicht funktioniert. Das geht echt nicht. Warum nicht? Es ist mir gerade ein Rätsel. Hast du noch zwei Federn? Zufällig? Zwei Federn. Ich gucke mal. Achso, in der Kiste. Da kann ich selber gucken. Da ist nichts drin. Ja, doch, habe ich noch zwei Federn. Weil dann könnte ich mir eben neue Flügel bauen und mal eben zu mir rüber. Kann ich eben schnell noch meine aufbrauchen? Wie weit komme ich noch? Keine Ahnung. Na. Hätte nicht mehr lange gereicht. Ist mein Haus absolut unsicher, das habe ich schon erwähnt, ne? Absolut unsicher? Nein, hast du noch nicht erwähnt. Ja, das Ratten laufen mir hier in die Bude. Ja, ich meine, meins ist auch nicht viel sicherer. Jede Seite offen hier. Ja, aber dir kommt aber nicht so schnell einer hin. Bei mir schon. Ich guck mal eben, wie das hier aussieht. Mit dem Bett. Also ich liege im Bett, ich kann hier unten pennen. Ich baue hier außen nochmal ein zweites. Kann hier auch drin pennen. Ich glaube, das liegt echt an der Höhe, kann das sein? Warte mal, ich komme mal zu dir. Jetzt ohne Witz. In dem Baumhaus da, ne? Bist du doch. Ja, ja. Geht, oder? Das wäre natürlich echt dämlich, wenn das jetzt an der Höhe liegen würde, dass man da nicht schlafen kann, ne? Man muss halt immer hier rüberkommen. Zum Pennen. Ich meine, so weit ist halt ja nicht weg, aber... Aber so ungefähr habe ich mir das schon vorgestellt, ja. Du hast dir was vorgestellt? Ganz dunkel. Dunkle Vorstellung. Wovon redest du gerade? Von der Hütte, wie das hier oben aussieht. Ah. Also von diesem. Jetzt weiß ich, was du meinst. Also wenn du noch Glas über hast, ne? Wäre ich
Nee, Glas habe ich selber. Mangel. Ja, bei mir ja Mangel. Hallo, was hast du da für ein Riesending? Hast du wahrscheinlich auch keine Scheiben drin? Nee. Nee, dann hättest du nämlich die 16-fache Menge gehabt. Aber nein. Scheiben. Hä? Wann nutze ich denn Scheiben? Ja, eben. I know you don't. It's the point, exactly. Mann, Katzen. Seid doch mal ruhig hier. Erinnere mich mal dran, dass wir in 5 Minuten eine Pause machen. Oder sollen wir dann aufhören? Ich würde fast sagen, das wäre schon eine gute Zeit dann, ja? 5 Minuten? Ja, ne? Dann haben wir schon eine Menge geschafft. Ja, wir sind schon bei 2 Stunden, 15 Minuten. Ja. Da kann man ruhig mal einen Cut machen. Ich glaube, mein Fraulein liegt schon vom Fernseher und pennt. Ja, weil der Fernseher noch immer an ist, höre ich im Hintergrund. Ah, ja, dann auf jeden Fall. Hier wird noch rumgespielt, aber hier muss ich jetzt auch mal ins Bett gegangen werden. Muss ich mal eben die... Belegschaft ins Bett jagen. Ja. Tja, ich bräuchte jetzt Glas. Ich weiß nur nicht, wo ich Sand herkriege. Ich habe übrigens ab morgen für eine Woche den Hund. Ah, cool. Ja, freue ich mich sehr. Coole Wurst, coole Wurst. Ja. Aber wir haben übrigens ein akutes Sandproblem, das ist dir klar, ne? Ja. Wir müssen auch irgendwie schon überlegt, an Sand kommen. Ins Wasser zu fliegen, da unten. Meinst du, da ist Sand? Stimmt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich gehe mal gucken. Ich habe auch noch 3 Minuten. Zur Not, alles aus dem Inventar und slash kill. Dann landest du immer wieder am Spawnpunkt. Ich hab doch schon Level 9. Ich auch. Ne, ich hab 8. Kannst du wieder schon wieder ein Level mehr haben als ich? Ah, irgendwas im Nacken? Kann ja gar nicht sein. Ist gar nicht möglich. Ich bin ja eigentlich 2 oder 3 Mal gestorben, ne? Ja, eben. 3 Mal. Nein. Hier geht's ziemlich tief runter. Ich bin gerade am unteren Boden von deinem Berg. Und hier geht's irgendwo. Also man kommt zu Fuß. Kommt man runter, ohne zu sterben. Aua. Was war das? Irgendwas? Hat mich gerade angegriffen. Ich weiß noch nicht, was es war. Was ist das hier für Zeug? Komisch. Also hier in dem Wasser ist schon mal nur Erde. Und hier drin ist Treibsand. Und das ist das andere Zeug. Weil das ist alles Wasteland um uns herum. Also Lehm haben wir. Hier ist aber kein Sand. Also ich kann dir Matschbälle anbieten, wenn du möchtest. Falls du dich Matschbälle? Mit Matsch zufrieden gibst, aber daraus kriegen wir kein Glas. Immerhin ist kein Treibsand. Ja, sind mir nicht was wert. Aber hier ist, da hinten ist ein grüner Wasserfall. Auch geil. Auf der anderen Seite von deinem Baum. Aber hier gibt's kein Sand. Ganz ehrlich jetzt. Hier ist überhaupt gar keiner. Ich weiß, es ist Cheaten, aber ich benutze mal, also nicht Cheaten, aber ich benutze mal eben meine Flügel. Und fliege mal so ein halbes Biom weiter. Ah, ist immer grün. Da könnten wir Glück haben. Da sind Komodo-Warane, das ist nie gut. Hier ist ein ganz bisschen Sand. Also hier ist ein bisschen Sand. Oh, jetzt leckt's. Jetzt lädt's weiter. Das ist ganz schön weit weg, ey. Hier ist wieder... Ach, guck mal, da ist ein NPC-Dorf. Echt? Ja. Direkt um die Ecke? Ja, mehr oder weniger um die Ecke, ne? Um die Ecke würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ich schwimme mal eben hin und... Beziehungsweise fliege mal eben hin. Aber nicht komplett. Vor allen Dingen ist das, steht das halb im Wasser, das ist total witzig. Und beachte auch die ganzen Unterwasserpflanzen, die wir jetzt hier haben. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Es kommen noch viele andere tolle Unterwasserpflanzen, aber die können wir leider noch nicht sehen. Genau wie diese Höhlenbepflanzung. Aber das ist alles noch in the stars. Hier ist schon mal Nahrung. Die reißen wir mal nicht ab. Möhren und so. Und hier sind auch Typen, die mir irgendwas verkaufen wollen. Aber die stecken alle fest, weil die kommen nicht aus ihren Häusern raus, weil hier überall, hier ist überall Wasser.
Solange da Free Candy auf dem Auto draufsteht, nicht einsteigen. Die irgendwas verkaufen wollen da? Nee, die Stadt, die schwebt halt halb im Wasser und deswegen kommen die hier irgendwie nicht, kommen die nicht aus ihren Häusern raus, weil die Angst haben, weil die sonst ins Wasser fallen. Tja. Ah, da ist der Schmelzofen. Aber ich bin ja ein Fuchs, ich baue mir einfach da so Löcher rein. So ein bisschen zumindest. Oh. Hier brennt's. Dann mach ich mal ihn weg. Oh, ich habe Slabs gefunden. Yay! Und Zäune. Und haben wir irgendwas? Was habt ihr denn in der Kiste? Eisenstiefel, 2 Stück. Das ist doch was für uns. Dann, 11 Aschehaufen. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Sollte ich dich eigentlich erinnern? Ja. Eine goldene Pferderüstung und 7 Obsidian. Sehr gut. Können wir da was mit anfangen? Dann gehe ich mal hier in dem Dorf in ein anderes Haus. Eins, was eine Tür hat. Vielleicht. Zum Beispiel, ups, das da hinten. Na komm, wo ist denn hier der Eingang? Oh, der ist auf der anderen Seite, ihr Idioten. Wir machen jetzt auch sofort Ende. Du kannst schon mal abmoderieren. Ja, es war wieder mal sehr schön. Abmoderation. Was? Ja, wir sind raus. Wir sehen uns weiter in der nächsten Aufnahme und ihr könnt ja mal, während das alles läuft, mal sagen, was ihr von der neuen Welt haltet. Ob das die totale Kacke-Idee war oder ob das jetzt gut war. Und hey, wir sind über 300 Folgen lang. Jawohl! Yippie! Und es kam kein Special. Naja, wir haben das Special 4 Folgen vorgezogen, aber gut. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!